Wir sind startklar. Viel Spaß in Hall. Damit herzlich willkommen zu einem Part von Animal Crossing. Let's go to the city. Da ich es nicht geschafft habe zu livestreamen, dachte ich mir, wir spielen einfach den 31. Dezember. Ich meine, es gehört dazu. Mau. Ach hier. Die Ash. Immer noch 30.000 Punkte, ist logisch, wenn wir nichts verändert haben. Ja, dann wird gleich das Jahr 2022 hier in Animal Crossing New Leaf verabschieden. Und tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, dauert es auch in echt nicht mehr so lange, ne? Für mich ist heute der 14.11. Also, das Jahr ist so gut wie vorbei. Ein letztes Jahr, ein letztes Mal dieses Jahr schütteln wir noch die Bäume. Und nachher werden wir dann den Jahreswechsel beobachten. Was sagst du? Juhu, DJM! Hey DJM, guck mal, ich habe heute Importklamotten an. Sie wurden von jemandem namens Sascha in Babylon entworfen. Und sie sind einfach perfekt, als ob sie eigenes für mich gemacht wurden. Bären, la. Okay. Ja, vielleicht finde ich auch ein paar Parts chilliger als Streams. Klar, Streams gehören auch dazu. Ich wollte auch schon öfter mal ein Part von Animal Crossing Let's Go to the City machen. So, wir sollten die auch gleich noch verkaufen. Jetzt gucken wir mal noch hier, ob der Geldstein hier ist. Muss auch leider relativ weit weg vom Bild sitzen, weil das sonst mit der Connection nicht so gut klappt. Von der Wii-Fernbedienung. Muss ich mal gucken, wie ich das noch anders machen kann. Na, guck mal. Da ist sogar was. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich jetzt meinen Part mache. Ja, ist mal wenigstens ein schönes 18 Uhr Video, ne? Ich meine, ich komme ja jetzt nicht mehr so oft, also beziehungsweise 19 Uhr Video. Aber wenn sie kommen, dann möchte ich euch schon ein bisschen was zeigen. Livestreams sind halt auch für mich sehr anstrengend geworden. Ach, guck mal, da ist schon der Bürgermeister gewesen. Gucken wir gleich hin. So, Turtle. Ach, hi. Hallöchen, Mausi. Der heutige Tag ging so schnell vorbei. Findest du nicht? Ich dachte schon, dieses Jahr würde nie zu Ende gehen. So lange kam es mir vor. Naja. Und jetzt schwuppdiwupp sind wir plötzlich am Ende angelangt. Ich sollte das neue Jahr als Chance für einen Neuanfang sehen, aber ich werde immer ein wenig sentimental, wenn das alte Jahr zu Ende geht. Ja, es ist schon... Ich brauche noch ein paar Vorsätze. Der Countdown ist doch schon bald. Okay. Cursor. Hallo, Cursor? Ach, hier. Okay. Am Rathaus werden wir also alle das neue Jahr begrüßen. Hallöchen. Du willst die Countdown-Sache richtig machen, oder? Dann brauchst du das hier. Was hast du mir gegeben? Es ist ein Konfetti. Keine Party ohne Lärm. Ah, das ist dann nett. Gut, ich suche dann bald mal den Geldstein. Und ich. Und ich. Auch nicht. Da muss es ja eigentlich schon fast der sein. Okay. Sehr, sehr schön.
Passt. Muss ich jetzt nur irgendwie das Inventar öffnen? Alles nicht so einfach. Dann werde ich gleich nochmal alles verkaufen gehen. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Was ist das? Die Festtagstapete, die hatten wir gar nicht dran. Naja. Zuvor möchte ich aber mal kurz zur Anne reingehen. Aber warum nicht? DJM, willkommen, willkommen, hereinspaziert und so. Oh Mann, ist das sie. Sagst du wieder nichts? Gar, ich hab wieder vergessen, sie zu putzen. Die Ecken. Tut mir leid, ignoriere die Wollmäuse, ja? Jo. Hey, DJM, guck mal, ich hab heute Importklamotten an. Sie wurden von jemandem namens Jennifer in Babylon entworfen. Und sie sind einfach perfekt. Als ob sie eigens für mich gemacht wurden. Ja, gut. Sehr schön. Eine der letzten Male, dass wir verkaufen in diesem Jahr. Für 6.500 Sterne. Das ist ganz okay. Maus. Dann das nochmal alles. 7.500. Nehme ich doch gerne an mich. Damit verkaufen wir jetzt das letzte Mal. Dann können wir ja noch ein bisschen was eigentlich alles auf die Bank einzahlen. Warum? Ganz einfach. Wir bekommen Zinsen dafür. Ja, jetzt nehme ich euch mal den Weg mit. Ich kann ja jetzt auch das hier mal mitnehmen. Aber ich versuche mal gleich vom Bürgermeister noch ein weiteres zu bekommen. Indem ich es einfach droppe und ihn noch mal anspreche. Dann gibt er mir vielleicht noch eins. Dann haben wir zwei Konfettis. Wäre ganz schön. Ich habe auch mit ein paar Bewohnern gesprochen. Die ich jetzt hier auf den ganzen Wegen gesehen habe. Damit das auch nicht untergeht. Aber die sagen halt wirklich immer noch das Gleiche. Dolly hat mir schon wieder das Gleiche erzählt mit dem, ob ich das in der Stadt anziehen kann. Thorsten, dass er wieder ein paar Runden in der Sonne dreht. Auch wenn die Sonne schon längst unter ist. Gut. Damit zahle ich nochmal alles ein. Ich meine, warum nicht? Ist zwar jetzt dann kein großer Zinssatz, aber ja, ist okay. Ja, dann werde ich gleich mal 2 Stunden vorspulen. Gibst du mir noch ein neues? Sehr bald ist das der Abschluss des Jahres. Diese Zeit verfliegt einfach so sehr schnell. Ja, gibt mir kein neues. Okay, dann bis gleich. Okay. Oh, die Musik. Wir spielen das erste Mal 23 Uhr, oder? Die ist echt schön. Hey, Anne. Wow, irgendwie bin ich nicht müde. Bin ich müde. Ah, ich muss wach bleiben. Ich muss doch das neue Jahr begrüßen. Ach, eigentlich ist die Musik echt schön. So, wir stellen uns jetzt mal hierher. Es sind nämlich schon nur noch 2 Minuten. Bislang ist auch noch kein anderer da. Ja. Animal Crossing. Let's go to the city. Das ist das Ende eines Jahres in diesem Spiel. Wahrscheinlich etwas anders da als in Real Life, klar. Aber es ist doch echt nett. Eigentlich hat man, glaube ich, zu Silvester andere Sachen, die man macht, außer Animal Crossing spielen. Ja. Aber schön, dass es das Event trotzdem gibt, natürlich. Wollte ich euch natürlich auch unbedingt gezeigt haben. Keine Ahnung, wir können ja jetzt noch hier Orangen kurz mitnehmen.
Vielleicht können wir die irgendwie als Snack verteilen, keine Ahnung. Aber scheint ja nicht. Oh, die Zeit zählt runter. Wenn nur noch eine Minute ist. Irgendwie bin ich aufgeregt, obwohl das nur ein Spiegel ist. Hä? Das ist nicht mal in Real Life der 31. ist. Damit beenden wir gleich das schreckliche Jahr 2022. Wenn man doch mal ehrlich ist. Und freuen uns auf das Jahr 2023, was hoffentlich besser wird. Nicht mehr lange. Nein. Okay, das war's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das war's! Wie kann ich dieses Ding zünden? Hä, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach so, weil jetzt das Feuerwerk kommt, oha. Ist, denke ich, ganz schön. Frohes neues Jahr, möge es euch allen ein wunderschönes Jahr sein. Yippie, auf ein neues, super geniales Jahr. Ja, das ist das neue Jahr. Frohes neues Jahr, ZuckerM. Prosit, Neujahr, auf ein neues Jahr. Richi, du auch hier? Gut gemacht, du hast ohne Schramm ins neue Jahr geschafft. Ja. Ist, denke ich, ein ganz nettes Event. Die Raketen fliegen immer noch. Ist, denke ich, echt ganz schön. Sehen wir noch jemand anderen? Warum sind denn nur so wenig hier? Ja, das war's. Erster Sonntag. Beginnt das nächste Jahr echt mit einem Sonntag, ja? Warte, das kann ich ja mal gleich kurz nachgucken. Ja, auf jeden Fall ist es ein schönes kleines Event. Ist natürlich nicht so relevant, weil es nicht wirklich ein spezielles Item oder so gibt. Aber ist doch schön, dass man das macht. Und ja, das nächste Jahr beginnt wirklich mit einem Sonntag, also sehr, sehr schön. Gut, dann war's das auch hier von meinerseits. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr im nächsten Stream oder Part wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part oder Stream. Tschüss, bis dann.